Liebe Mitglieder der medizinischen Gesellschaft Mainz, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zum heutigen Abend historische Persönlichkeiten. Als wir vor einem Jahr etwa diese Veranstaltung planten, hat niemand gedacht, dass wieder ein Diktator in Europa einen Krieg, einen barbarischen Krieg beginnen würde, mit Tausenden von Toten und Verletzten, mit Gefolterten, Geflüchteten, und unter Inkaufnahme von Zerstörungen ganzer Landstriche. Dies lenkt den Blick auf einige Jahre zurück, einige Jahrzehnte zurück nach Russland und in die Ära von Stalin. Wie begann es damals? Wie war es? Und wie endet es? Ich freue mich sehr, dass wir zur Beantwortung dieser Fragen eine ausgewiesene Expertin für osteuropäische Geschichte gewonnen haben, Frau Professor Penter von der Universität Heidelberg, die sich zumindest seit ihrem Studium mit der Geschichte Osteuropas beschäftigt, in den Ländern studiert hat und unterwegs war und bis heute in entsprechenden Kommissionen tätig ist. Seien Sie herzlich begrüßt. In die Krankengeschichte von Stalin hat sich, ich würde sagen, in bewährter Weise Professor Heinz, früher an der Unimedizin, jetzt im Marienkrankenhaus in Mainz eingegraben. Und ich danke Ihnen sehr, dass Sie uns wieder Ihre profunden Erkenntnisse aus dieser Krankengeschichte mitteilen. Man wird wahrscheinlich nie genau wissen, wo ist die Grenze zwischen Gesunden und wo ist es schon pathologisch. Die Kultur während in einem autoritären Staat ist ein besonderes Problem. Und die Frage ist, wie kann eine Kultur in einem totalitären Staat überleben? Wir wollen dieses Thema nicht ausführlich behandeln, aber doch einen kurzen Blick darauf werfen. Und diesen Blick wird uns Herr Professor Bergmann von der Musikhochschule Mainz gewähren. Vielen Dank, dass Sie zugesagt haben, uns am Beispiel einer Symphonie von Schostakowitsch in diese Problematik der Kunst im totalitären System Einblick zu geben. Vielen Dank, dass Sie wieder da sind. Durch den Abend wird uns Frau Privatdozent Dr. von Löwenich führen. Sie ist eine bewährte Moderatorin dieser Abende. Seien Sie auch hier wieder herzlich begrüßt. Wir veranstalten den Abend gemeinsam mit der Friedrich-Naumann-Stiftung und ich darf daher als Ihren Vertretern Herrn Walz bitten, uns ein paar Grußworte zu sprechen. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sehr geehrter Herr Professor Junginger, ich freue mich sehr, heute Abend zu dieser Veranstaltung auch Sie begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Patrick Walz, ich leite das Länderbüro Hessen und Rheinland-Pfalz der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit und begrüße jetzt auch gleich für Herrn Dr. Frank Blechschmidt der Karl-Hermann-Flach-Stiftung, mit der wir kooperieren. Ich freue mich sehr, dass wir diese Reihe und andere Veranstaltungen mit der medizinischen Gesellschaft jetzt schon seit Jahren durchführen. Verbindet uns also eine sehr produktive Zusammenarbeit. Und bevor wir auf das Thema kommen, möchte ich auf zwei passende Veranstaltungen hinweisen. Wenn Sie Russland-affin sind, am 4.11. am Freitag können Sie Frau Professor Irina Scherbakowa hören. Sie wird zu uns sprechen über die Herausforderungen, die die Demokratien in einem, ja, in einer Dekade aufstrebender autoritärer Bestrebungen haben und eingebettet in ein eine längere Veranstaltung. Aber ich denke, das könnte für alle Osteuropa-Interessierten besonders interessant sein. Ich werde die Links gleich noch in den Chat posten. Und am 8.11. diskutieren wir über die neue Regelung der Sterbehilfe, nicht aus medizinischer Sicht, aus ethischer Sicht, mit einem Bischof und einer Politikerin. Und vielleicht interessiert Sie das auch. Die Erkrankung historischer Persönlichkeiten halte ich als Historiker für eine besonders spannende Reihe der medizinischen Gesellschaft, denn sie konfrontiert uns immer wieder aufs Neue damit, dass Lichtgestalten, wie auch Dämonen, letztendlich Menschen aus Fleisch und Blut sind. Und deren Leben und natürlich auch Lebensende ist von der eigenen Körperlichkeit bestimmt.
Und auch wenn wir in der politischen Bildungsarbeit gern über abstrakte Themen sprechen, darf man ja nie vergessen, dass unsere physische Existenz die Grundlage all dessen ist, worüber wir sprechen, wir selbst davon auch bestimmt sind. Und gerade bei Stalin, den wir heute Abend sezieren wollen und der vor gut 70 Jahren verstarb, ist ja die physische Existenz besonders kennzeichnend, denn er hat Millionen Menschen um sie gebracht und er hat die Drohung, sie zu töten, auch benutzt, um sein eigenes Herrschaftssystem aufzubauen. Er hat uns also unseren eigenen Überlebenstrieb vor der Nase gehalten, oder nicht uns, aber seinen Untertanen, und hat darauf sein Herrschaftssystem aufgebaut. Und ja, und wurde dennoch verehrt. Das ist dann doch auch wieder das Verrückte an der ganzen Sache. Und durch diesen Abend voller Widersprüche und den facettenreichen Abend wird Frau Dr. Friederike von Löwenich führen, die ich Ihnen kurz vorstellen möchte, ehe ich das Zepter an Sie übergebe. Frau Dr. von Löwenich studierte 1991 bis 1998 Humanmedizin in Göttingen. Es folgte 1998 die Promotion und 2015 die Habilitation, immer in den Schwerpunktgebieten der Mikrobiologie und Virologie. Und sie hat verschiedene Stationen in Würzburg, Erlangen, Freiburg und schließlich Mainz hinter sich, wo sie seit 2014 Oberärztin für Mikrobiologie und seit 2021 auch Oberärztin für Virologie ist. Und natürlich Ihnen allen bekannt als Moderatorin in dieser Reihe. Ja, sehr geehrte Frau Dr. von Löwenich, ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend uns hier durchführen werden, und übergebe an Sie und bin gespannt auf das, was uns alle erwartet. Ja, vielen Dank. Wir haben ein straffes, aber sehr interessantes Programm. Deswegen haben wir entschieden, keine Diskussion zuzulassen. Und ich stelle Ihnen auch gleich die erste Sprecherin vor, Frau Professor Dr. Tanja Pinter. Sie ist Jahrgang 1967, wurde in Iserlohn geboren, hat dann von 1987 bis 1995 osteuropäische Geschichte, Germanistik und Slawistik in Köln studiert. Sie hat von 1995 bis 1996 einen Auslandsaufenthalt gehabt als Stipendiatin des DAAD in Odessa, Kiew und Moskau, sodass ich denke, dass sie auch interessante Erfahrungen vor Ort gewinnen konnte. Nach dem Studium war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin an den Universitäten Köln, Bochum, Berlin und Hamburg. Und seit 2013 ist sie Professorin für osteuropäische Geschichte in Heidelberg. Ich habe kürzlich im Ärzteblatt was Interessantes gelesen. Bechterew, nachdem der Morbus Bechterew benannt ist, wurde als Psychiater von Stalins Leibarzt hinzugezogen und kollegiale Hilfe gebeten. Und er hat die Diagnose schwere Paranoia gestellt, die er wohl so im Hinausgehen geäußert hat. Er ist dann ins Theater gegangen, hat ein Imbissangebot bekommen, offensichtlich vom sowjetischen Geheimdienst, bekam dann Magenschmerzen und war einen Tag später tot. Das nur als kleinen Appetithappen, und jetzt freuen wir uns auf Ihren Vortrag. Vielleicht haben Sie ja Ähnliches zu berichten. Bitte schön. Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung. Genau. In der Tat denke ich, dass es sehr spannend ist, sich gerade heute mit Stalin zu befassen. Wenngleich im Angesichts der aktuellen Kriegsverbrechen des Diktators Putin gegen die ukrainische Zivilbevölkerung und sein brutales Vorgehen auch gegen Protestierende im eigenen Land die Terrorherrschaft seines Vorgängers Stalin ja fast in Vergessenheit geraten ist. Es kann aber gerade heute sehr interessant sein, einmal auf Stalin und seine Herrschaft in der Sowjetunion zurückzuschauen. Denn die Parallelen zwischen Stalin und Putin und ihrer Herrschaftspraxis fallen ja ins Auge. Ebenso wie damals Stalin schaut Putin heute auf eine über 20-jährige Herrschaft zurück, in der er rücksichtslos gegen Kritiker vorging, Terror als legitimes Mittel zur Machtsicherung ansieht und jegliche Opposition im Land mit Hilfe von Polizei und Geheimdiensten eingedämmt hat. Ebenso wie Stalin gilt auch Putin heute als beratungsresistenter und isolierter Herrscher mit einer Art Führerbunker-Mentalität, dessen Handlungen sehr schwer voraussehbar scheinen. Ebenso wie Putin versuchte auch Stalin sein Bild in der Öffentlichkeit stark zu kontrollieren. Er trat in seinen späten Jahren kaum noch in der Öffentlichkeit auf, also Stalin,
Er zensierte Fotos von seinem Konterfei und zog es vor, für die sowjetische Bevölkerung auch mit Filmdoubles zu arbeiten, die er selber aussuchte und wo er sich auch die Filme vorher zensierte. Beide Diktatoren feierten im Amt auch ihren 70. Geburtstag, während sich Stalin im Dezember 1949 auf dem Zenit seiner Macht befand und als großartiger Generalissimus und Sieger des Zweiten Weltkriegs gefeiert wurde, scheint Putins Macht bei seinem kürzlichen 70. Geburtstag allerdings bereits zu bröckeln, auch im Hinblick auf das Ansehen bei seinen letzten internationalen Verbündeten. Xi Jinping griff bei Putins Geburtstag schon nicht mehr selbst zum Telefonhörer, sondern ließ seine Geburtstagswünsche von der Botschaft übermitteln, während Mao Zedong, den Sie hier neben Stalin im Bild sehen, es sich 1949 nicht hatte nehmen lassen, nach Moskau zu reisen, um an Stalins 70. Geburtstagsfeier persönlich teilzunehmen. Das Genre der Stalin-Biografie, überhaupt der Biografie von Diktatoren, erfreut sich großer Beliebtheit schon immer. Und auch gerade zu Stalin sind in den letzten Jahren einige neue Arbeiten erschienen von Helmut Altrichter, dem pensionierten Osteuropa-Historiker, oder auch von Alek Hrivnyuk, dem russischen Kollegen, der sehr viele auch neue Materialien dort auswerten konnte, in akribischer Arbeit, oder auch von den amerikanischen Kollegen Ronald Suni und Stephen Kotkin. Einige habe ich Ihnen hier auf der Folie auch mal aufgeführt. Der Aufstieg des 1878 in der georgischen Kleinstadt Gori geborenen Schustersohnes Josif Vissarionowitsch Djugaschwili, wie er ursprünglich hieß, zum Berufsrevolutionär, steht exemplarisch für die imperialen Kontexte des späten Zarenreichs, in dem sich ökonomische, soziale, nationale und kulturelle Spannungen überlagerten und einhergingen mit dem Entstehen revolutionärer Bewegungen. Stalin gehörte zu den vielen Marginalisierten und Subalternen des Imperiums, die die Revolution im russischen Imperium prägten und unerwartet in Machtpositionen aufsteigen konnten. Die Kindheit war für ihn trotz der Schulbildung, ein Underdog geblieben war und in der er die bestehende Staats- und Gesellschaftsordnung hasste, eine prägende Zeit, wie all seine Biografen hervorgehoben haben. Auf den nächsten Folien habe ich Ihnen mal einige Stationen seiner Biografie zusammengestellt. Ich werde jetzt nicht im Detail auf alles eingehen, die Sie sehen, aber dass er 1894 auch in das orthodoxe Priesterseminar in Tiflis eingetreten war, dort aber schon einige Jahre später wieder ausgeschlossen wurde, nachdem er sich der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands angeschlossen hatte. Wird auch mehrfach nach Sibirien verbannt schloss sich Lenin an. Seinen Namen Stalin trug er erst seit 1912 und galt in den Reihen der Bolschewiki als besonders zupackender Realist, der immer offen für Fragen der Machtsicherung und des Machtausbaus war und dafür auch immer bereit war, alte Glaubenssätze und Überzeugungen aufzugeben. Nach der Februarrevolution kam er nach St. Petersburg, arbeitete dort in der Parteiorganisation der Bolschewiki, wirkte mit an der Vorbereitung der Machtübernahme spielte dort aber eine weniger wichtige Rolle in der Oktoberrevolution, in dem Putsch der Bolschewiki, als Trotzki, der hier der entscheidende Mann war für die Organisation dieses Putsches. In der ersten bolschewistischen Regierung war er Volkskommissar für Nationalitätenfragen. Ja, ich will jetzt vielleicht auch die weiteren Details angesichts der Zeit gar nicht mehr im Detail eingehen, beziehungsweise werde das jetzt im Folgenden noch einiges erläutern. Wie gelang es einem Mann, der von seinen Konkurrenten als intellektuell und rhetorisch unterlegen belächelt wurde, diese Machtfülle zu erlangen? Es war ihm selbst bewusst, dass er als Theoretiker weder Lenin noch seinen Konkurrenten Trotzki oder Bucharin das Wasser reichen konnte.
Er verfügte aber über ein bemerkenswertes Organisationstalent. Eine Erklärung, die viele seiner Biografen hervorgehoben haben, liegt auch in seinem uneingeschränkten Machtstreben, dem er alles andere unterordnete. Selbst die Hinrichtung ihm nahestehender Personen konnte der Diktator im nächsten Moment emotions- und rücksichtslos anordnen, wenn er sie für die Erreichung seiner höheren Ziele für erforderlich hielt. Er weigerte sich sogar, seinen eigenen Sohn, der im Zweiten Weltkrieg in deutsche Kriegsgefangenschaft geraten war, gegen den deutschen General Paulus auszutauschen, sodass der Sohn schließlich im KZ Sachsenhausen Suizid beging. Stalin erwartete von seinen Gefolgsleuten, von denen Sie hier auch einige auf den Bildern sehen, absolute Loyalität. Sie mussten sich bedingungslos bis zur Selbstaufgabe ihm unterwerfen. Wer untreu wurde, verstieß gegen den Ehrenkodex dieses verschworenen Männerbundes. Ein prominentes Beispiel ist hier der Volkskommissar für Schwerindustrie, Sergo Orjonikidze, der 1937 Selbstmord beging, weil er den Terror gegen seine eigenen Gefolgsleute nicht unterstützen wollte. Kalinin und Molotow bestanden hingegen die Prüfung des Diktators, weil sie sogar die Verhaftung ihrer Ehefrauen und deren Deportation ins Lager einfach kritiklos hinnahmen. Der populäre Parteichef Kirov, den Sie hier im Bild oben rechts neben Stalin sehen, war im Dezember 1934 unter immer noch nicht ganz geklärten Umständen erschossen worden. Chruschtschow, Stalins Nachfolger, behauptete in seiner Geheimrede im Jahr 1956, dass Stalin dabei im Hintergrund die Fäden gezogen habe, weil er seinen Konkurrenten Kirov ausschalten wollte. In jedem Fall verhängte Stalin nach der Ermordung zahlreiche Notstandsmaßnahmen, die ihm die schnelle und willkürliche Bestrafung von Gegnern aller Art ermöglichten. Als Lenin im Januar 1924 im Alter von nur 54 Jahren verstarb, war seine Nachfolge ungeregelt. In einem Schreiben, einem Brief, das als sein Testament bezeichnet wurde, hatte Lenin aber vor Stalins ungezügelten Machtansprüchen gewarnt. Nach Lenins Tod nutzte Stalin seine Position als Generalsekretär der Partei, um alle seine Konkurrenten bis 1929 auszuschalten. Sein Hauptkonkurrent, Leo Trotzki, wurde 1927 aus der Partei ausgeschlossen und musste 1929 das Land verlassen. 1940 ließ ihn Stalin in Mexiko ermorden. Unter der Herrschaft Stalins begann seit 1928 in der Sowjetunion eine neue Ära, die durch eine forcierte Industrialisierung, eine Zwangskollektivierung der Landwirtschaft und die Verfolgung von vermeintlichen Feinden des Sowjetstaates gekennzeichnet war. Diese neue Politik hatte zum Ziel, die Sowjetunion möglichst zu einer Überwindung ihrer Rückständigkeit gegenüber westlichen Industriestaaten zu führen, sie in einen modernen Industriestaat zu verwandeln und zugleich Stalins Macht zu festigen. Obwohl sich schnell abzeichnete, dass der große Umbruch mit der Brechstange massive ökonomische und soziale Verwerfungen verursachte, hielt Stalin an dem forcierten Tempo fest, wobei er alle Kritiker seiner Politik der Reihe nach ausschaltet. Diese neue Politik unter Stalin war also durch drei zentrale Elemente bestimmt. Erstens den Übergang zu einer zentralen Planung und Lenkung der Wirtschaft, die nun in Form von 5-Jahresplänen umgesetzt werden sollte. Zweitens die Zwangskollektivierung der bäuerlichen Betriebe. Und drittens die Festigung einer personalen Diktatur Stalins und später auch eines Personenkults um Stalin. Für die Industrieregionen, zum Beispiel das Steinkohlerevier des Donbass, bedeutete diese Politik einerseits hohes Wachstum, andererseits aber auch massive soziale Verwerfung. Im Zuge der Zwangskollektivierung der Landwirtschaft waren die Bauern seit 1929 zwangsweise in Kollektivwirtschaften, sogenannte Kolchosen, eingegliedert worden und der Privatbesitz an Grund und Boden sowie an Maschinen und Vieh wurde abgeschafft. Unter dem Slogan einer Liquidierung der Kulaken als Klasse wurde der Klassenkampf auf dem Dorf entfesselt. Der Begriff Kulak bezeichnete die reichen Bauern,
wurde aber schnell zu einem Kampfbegriff, der auf alle übertragbar auf alle übertragen werden konnte, die sich der Kollektivierung widersetzt. Hunderttausende von Menschen wurden aus ihren Häusern vertrieben und in entlegene Gegenden Sibiriens und Kasachstans zwangsdeportiert, wo sie Zwangsarbeit in Lagern und Sondersiedlungen leisten mussten. Vielen Bauern erschien diese Kollektivierung wie eine zweite Leibeigenschaft, diesmal unter der Knute der Partei. Und sie versuchten, ihre traditionellen Gemeinschaften zu bewahren. Sie verkauften oder schlachteten ihr Vieh, statt es dem Kollektiv zu übergeben. Die Landwirtschaft geriet in eine Krise und die Getreideproduktion sank unter den Wert von 1913. Um die Städte und Industrieregionen mit Nahrungsmitteln zu versorgen, ging man zu zwangsweisen Beschlagnahmungen über. Kolchosen, die das Soll nicht erfüllten, wurde sogar das Saatgut weggenommen mit verheerenden Folgen. In der Ukraine und in Kasachstan, aber auch in Teilen Russlands, kam es zu einer verheerenden Hungerkatastrophe. Und auf diese Hungerkatastrophe möchte ich etwas näher eingehen, weil sie eben für die Ukraine auch eine so zentrale Bedeutung hat und lange Zeit, ich würde sagen bis heute in Deutschland, nicht ausreichend wahrgenommen worden ist. Die Hungersnot der Jahre 1932-33 unter Stalin zählte zu den großen Katastrophen der europäischen Geschichte im 20. Jahrhundert und zu den größten Einzelverbrechen des Stalinismus. Ihre Geschichte ist in einer breiteren europäischen Öffentlichkeit aber noch immer kaum bekannt. Die Hungersnot steht auch beispielhaft dafür, wie sehr sich nationale Geschichtsschreibungen und Erinnerungskulturen in der Ukraine und in Russland nach dem Ende der Sowjetunion auseinanderentwickelt haben. Für die Ukrainer gilt die Hungersnot, die im Ukrainischen als Holodomor, Tötung durch Hunger, bezeichnet wird, als ein gezielter Genozid Stalins am ukrainischen Volk. In Russland, das ebenfalls von der Hungerkatastrophe betroffen war, wird dies ganz anders gesehen und die Hungeropfer spielen in der Erinnerungskultur kaum eine Rolle. Weitgehend einig ist sich die Forschung heute darüber, dass die Hungersnot, die in der gesamten Sowjetunion 6 bis 8 Millionen Opfer forderte, also manche Schätzungen gehen sogar noch darüber hinaus, sprechen von 10 Millionen Opfern, nicht durch natürliche Faktoren verursacht wurde, sondern menschengemacht. Ihre wichtigste Ursache lag in der brutalen Politik der staatlichen Getreiderequisitionen im Zuge der Zwangskollektivierung der Landwirtschaft. Unter den ukrainischen Bauern, aber nicht nur dort, stießen die Maßnahmen auf besonders starken Widerstand, sodass es zu zahlreichen Aufständen kam. Um gegen Stalins Politik aufzubegehren, schlachteten sie ihr eigenes Vieh ab, zerstörten ihre Arbeitsgeräte, verübten Anschläge auf Parteifunktionäre. Als die Ernteerträge in der Folge auch durch die zwei Missernten stark zurückgingen, wurden die Ablieferungsquoten für die Bauern nicht gesenkt, sondern der Einsatz der Gewalt bei den Beschlagnahmungen durch bewaffnete Brigaden erhöht. Diesen überzeugten Aktivisten, also die hier eingesetzt wurden in diesen Brigaden, denen gehörte in jungen Jahren übrigens auch Lew Kopelew an, der sich später voller Scham erinnerte, dass er die Dörfer systematisch auf der Suche nach versteckten Lebensmitteln durchkämmt und den Bauern das letzte Getreide weggenommen hatte, während er Menschen an Hunger sterben sah. Er war damals tief davon überzeugt, zur großen und notwendigen Transformation der Landgebiete beizutragen, die den sowjetischen Bauern in der Zukunft bessere Lebensbedingungen bescheren sollten. Und wie Sie sehen, er schreibt darüber auch in seiner Autobiografie und schämt sich dafür, dass er das damals so gesehen hat. Um den Widerstand der Bauern zu brechen, erließ der Staat repressive Gesetze, die den Getreidediebstahl von Hungernden mit drakonischen Maßnahmen bestraften. Dörfer, die ihr Soll nicht erfüllten, wurden auf schwarze Listen gesetzt, vollständig von sämtlichen Warenlieferungen abgeschnitten, somit dem Verhungern ausgeliefert. Durch die Einführung eines strengen Passregimes sollte die Flucht hungernder Bauern in die besser versorgten Städte unterbunden werden. Als aus einigen Dörfern Fälle von Kannibalismus gemeldet wurden, schickte man Vertreter der Geheimpolizei, um diese zu untersuchen und die Schuldigen zu verurteilen. Zur Linderung des Hungers wurden keine Maßnahmen ergriffen. Die Sowjetunion exportierte sogar weiterhin große Mengen an Getreide ins Ausland,
um die Kosten der Industrialisierung zu finanzieren und leugnete gegenüber dem Ausland die Existenz einer Hungerkatastrophe, die das Land Millionen von Opfern kostete. Den zahlenmäßig größten Anteil an den Hungertoten hatten mit 3,5 Millionen die Ukraine, die Ukrainerinnen und Ukrainer zu tragen, vor allem die ukrainischen Bauern, weniger die Stadtbewohner. Aber auch in anderen Teilen der Sowjetunion verhungerten Menschen, in Kasachstan, wo die Hungersnot im Zusammenhang mit der zwangsweisen Sesshaftmachung der kasachischen Nomaden stand, zählte man 1,5 Millionen Hungertote, etwa ein Drittel der Gesamtbevölkerung war. In der damaligen russischen Sowjetrepublik waren vor allem das Don- und Kuban-Gebiet im nördlichen Kaukasus, aber auch Regionen an der mittleren und unteren Wolga, vor allem die autonome Republik der Wolgadeutschen, von dieser Hungersnot betroffen. Auch hier gehen neueste Forschungen von über 2 Millionen Hungertoten aus. Darunter waren allerdings auch wiederum zahlreiche ethnische Ukrainer, die in diesen Regionen lebten. In der Ukraine fiel die Hungersnot zudem zeitlich mit Säuberungsaktionen der sowjetischen Geheimpolizei gegen ukrainische Eliten in Politik, Wissenschaft, Kirche und Kultur zusammen, was Vermutungen nahelegte, dass Stalin die Hungersnot gezielt als Waffe gegen die gesamte ukrainische Bevölkerung einsetzte, um ihren Widerstand zu brechen. Nichtrussen, vor allem Ukrainer und Kasachen, stellten insgesamt den überwiegenden Anteil der Hungeropfer. Eine interessante Facette dieser Geschichte ist, also, dass nachdem man jahrzehntelang in der Sowjetunion über die Opfer dieser Hungersnot nicht gesprochen werden konnte, es quasi zur Ironie der Geschichte zählte, dass eine erste Thematisierung der Hungersnot als Verbrechen Stalins unter deutscher Besatzungsherrschaft in der Ukraine stattfand. Die Nationalsozialisten instrumentalisierten diese in ihrer Propaganda für die ukrainische Bevölkerung und beförderten sogar eine wissenschaftliche Untersuchung der Hungersnot und der Menschenverluste in der Hungersnot. Sie taten dies auch, um ihre eigene Hungerpolitik, die erneut Tausende von Menschen das Leben kostete, zu verschleiern. Diese Instrumentalisierung des Holodomor durch die Nazis hatte später eine Nachgeschichte im Kalten Krieg, als die Geschichte der Hungersnot zum Spielball der Systemkonkurrenz wurde. In der Sowjetunion konnte eine offene Diskussion über die Hungertoten erst in der Perestroika-Zeit beginnen. Nach 1991 entwickelte sich die Erinnerung an die Holodomor-Opfer dann in der unabhängigen Ukraine zum zentralen Bestandteil der ukrainischen Nationsbildung. An vielen Orten der Ukraine wurden in den folgenden Jahren Denkmäler für die Opfer der Hungersnot errichtet. In der Hauptstadt Kiew sogar ein großer Gedenkkomplex, den Sie hier links unten im Bild sehen. Ich überspringe hier vielleicht einmal angesichts der Zeit und möchte vielleicht hier an dieser Stelle nur noch sagen, also wir sehen, dass in der Ukraine eben die Erinnerung an die Hungertoten hat eine ganz zentrale Bedeutung. Die Ukrainer haben auch eine Anfrage an den Petitionsausschuss des Bundestages gestellt und möchten auch international eine Anerkennung dieser Hungersnot als Genozid am ukrainischen Volk erreichen. In Russland ist das ganz anders. Da gelten die Hungeropfer quasi nur als Kollateralschäden der Geschichte, als Kollateralschäden, die im Sinne einer forcierten Kollektivierung und Industrialisierung erforderlich waren, auch um später diesen entscheidenden triumphalen Sieg der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg zu ermöglichen. Also die Erinnerungskultur hat sich hier ganz anders entwickelt. Dabei hätten die Ukraine und Russland eigentlich die Möglichkeit gehabt, in einem gemeinsamen Gedenken an die Opfer und in einer gemeinsamen Aufarbeitung der Verbrechen der Vergangenheit hier Aussöhnung und Verständigung zu befördern. Das ist natürlich jetzt nach dem 24. Februar, aber eigentlich auch schon davor durch die vollkommen unterschiedliche Entwicklung der Erinnerungskulturen unmöglich geworden. Ich möchte jetzt noch auf weitere Elemente von Stalins Terrorherrschaft eingehen, auch auf den Massenterror der großen Säuberungen 1937-38, der dem Stalinismus in besonderem Maße eben das Verdikt eingetragen hat, neben dem Nationalsozialismus die andere totalitäre Diktatur des 20. Jahrhunderts
gewesen zu sein. Dieser Massenterror war eng verbunden mit der Arbeit des Volkskommissariats für innere Angelegenheiten, dem sogenannten NKWD, das seit 1934 neben normalen Polizeiaufgaben auch für Geheimdienstaufgaben und für die Erhaltung der inneren Sicherheit zuständig war. Der NKWD wurde zum Werkzeug der Intrigen Stalins und seiner engsten Führungsriege. Der Terror konnte sich gegen jeden richten. Industriemanager, Parteimitglieder, Kolchos-Vorsitzende, Ingenieure, Arbeiter und Bauern, sie alle wurden als Volksfeinde in Lager verschleppt oder umgebracht. Man machte sie verantwortlich für die Nichterfüllung von Produktionsplänen, für Unfälle und anderes. Die Verhafteten bekamen dann gewöhnlich weder einen Ankläger noch einen Richter zu sehen und über ihr Schicksal wurde in Abwesenheit entschieden. Der Massenterror war ein Versuch, die Gesellschaft einzuschüchtern, in Angst und Schrecken zu versetzen, alle potenziellen Widersacher des Regimes aus ihr zu entfernen. Niemand sollte erfahren, was mit den Menschen geschah, die von sogenannten Dreierausschüssen, den Troiki, in diesen Schnellverfahren zum Tode verurteilt wurden. Die Opfer erfuhren erst kurz vor der Hinrichtung, was sie zu erwarten hatten. Angehörigen teilte man mit, ihre Familienmitglieder seien zu langen Lagerhaftstrafen, ohne das Recht, Briefe schreiben zu dürfen, verurteilt worden. Und erfuhren dann erst viele Jahre später, dass ihre Angehörigen erschossen worden waren. Die Massenerschießungen wurden oft an entlegenen Plätzen, Friedhöfen oder Schießplätzen außerhalb der Städte ausgeführt. Diese Säuberungen betrafen 1937 übrigens auch die Rote Armee. Über 10.000 Offiziere der Roten Armee fielen den Repressionen zum Opfer. Und diese Enthauptung der Armee, die hatte ganz verheerende Folgen für die ersten sowjetischen Schlachten des Zweiten Weltkriegs. Zwischen Sommer 1937 und November 1938 hatte der sowjetische Geheimdienst über 1,5 Millionen Menschen festgenommen und sie entweder gleich ermorden oder in die Lager des Gulag verschleppen lassen. Insgesamt 682.000 Hinrichtungen sind für die Jahre 37-38 in den sowjetischen Archiven dokumentiert. Im November 1938 verkündete Stalin offiziell das Ende des Massenterrors und was ihn genau dazu veranlasste, ist bis heute unklar. Dem Ende des Massenterrors folgte 1939 aber noch eine Säuberung des Geheimdienstes selbst, bei der zahlreiche Täter der großen Säuberungen von Stalin nun selbst auf die Anklagebank gesetzt wurden, darunter auch der frühere Geheimdienstchef Nikolai Jeschow. Auf der nächsten Folie sehen Sie einmal Fallbeispiele für solche verurteilten Volksfeinde, die Ihnen vielleicht verdeutlichen können, für welch geringe Vergehen die Menschen in der Sowjetunion der 30er Jahre oftmals zu vielen Jahren lagerhaft verurteilt worden, zum Beispiel für das Stehlen in Anführungszeichen von Roggen in der Hungersnot, um die eigenen Kinder nicht verhungern zu lassen, 10 Jahre lagerhaft. Oder dafür, dass man auf einen Wahlzettel ironisch Komödie vermerkte, 8 Jahre lagerhaft. Das war das Strafmaß der damaligen Sowjetunion unter Stalin. Ja, ich möchte noch auf den Gulag, auf das Lagersystem des Gulag eingehen, die Hauptverwaltung der Lager in der Sowjetunion. Es ist also ein riesiges Netz von Zwangsarbeitslagern, das die Sowjetunion einst in ihrer ganzen Länge und Breite überzog. Dieser sowjetische Gulag hatte seine Vorläufer bereits im russischen Verbannungs- und Katorga-System, also im Zarenreich, gehörte aber seit der Revolution von 1917 gehörte eben auch der Massenterror gegen wirkliche und vermeintliche Feinde auch zum festen Bestandteil der bolschewistischen Herrschaft. Diese Form des Strafvollzugs sollte auf 2 Prinzipien beruhen. Erstens sollten sich die Lager durch die Arbeitsleistungen der Häftlinge wirtschaftlich selbst tragen. Und zweitens sollten die Insassen dort eine vollständige Umerziehung erfahren. In den ersten Jahren der frühen Sowjetmacht wurden die Arbeitslager aber noch primär als Form der Bestrafung und nur an zweiter Stelle als Wirtschaftsfaktor angesehen.
Und erst mit Beginn der 30er Jahre unter Stalin entwickelte sich die Zwangsarbeit immer mehr zum wichtigen Bestandteil des sowjetischen Wirtschaftssystems. Auf der nächsten Folie sehen Sie eine Zeichnung eines Gulag-Häftlings es gibt auch eine Ausstellung zum Gulag, eine Wanderausstellung, die an verschiedenen Orten auch in Deutschland in den letzten Jahren gezeigt wurde. Diese Arbeitslager unter Stalin waren Orte des Massenterrors und sie zeichneten sich durch die kalkulierte Inkaufnahme physischer Vernichtung und die Selektion nach Überlebenskraft aus. Wirtschaftlichen Nutzen brachte die Zwangsarbeit dem Sowjetsystem vor allem da, wo in großem Umfang unqualifizierte physische Arbeit anfiel und man freie Arbeitskräfte angesichts widriger klimatischer Bedingungen nicht ausreichend rekrutieren konnte. Die Massenverhaftungen der Jahre 37, 38 ließen das Lagersystem rasch anwachsen. Entgegen der verbreiteten Meinung expandierte der Gulag selbst während des Zweiten Weltkriegs und in der Nachkriegszeit. Und seine größte Ausdehnung erreichte er nicht etwa in den 30er Jahren, sondern erst Anfang der 50er Jahre. Insgesamt entstanden in der Sowjetunion über 50 große Lagerkomplexe mit Tausenden von Einzellagern, in denen von einigen hundert bis zu Tausenden von Menschen interniert waren. Diese Häftlinge wurden in allen erdenklichen Industriezweigen eingesetzt, von Holzeinschlag, Bergbau, Hausbau, Fabrikarbeit und Landwirtschaft bis zur Entwicklung von Flugzeugen und Geschützen. Ihr Lebensraum bildete einen Staat im Staate mit eigenen Gesetzen, eigenen Sitten, eigener Moral und sogar einer eigenen Sprache. Es ist davon auszugehen, dass unter Stalins Herrschaft insgesamt, also bis 1953, etwa 18 Millionen Menschen die Lager und Arbeitskolonien durchlaufen haben. Hinzu kommen noch weitere Kategorien von Zwangsarbeitern, sodass Historiker insgesamt eine Zahl von etwa 28 Millionen Menschen, die Zwangsarbeit in dieser Zeit geleistet haben, geschätzt haben. Die Zahl der Gulag-Toten unter Stalin berechneten russische Historiker auf 2,8 Millionen. Das ist aber ebenfalls eine unvollständige Zahl und die tatsächliche Zahl dürfte weit darüber gelegen haben. Anders als im nationalsozialistischen Lagersystem gab es in der Sowjetunion keine Vernichtungslager. Die Häftlinge starben in den sowjetischen Lagern in der Regel nicht aufgrund einer effizienten Tötungsmaschinerie, sondern aufgrund von Ineffizienz und Vernachlässigung. In den Lagern im Polarkreis, wo die Häftlinge in Bergwerken unter besonders harten Bedingungen arbeiten mussten, starb de facto jeder Vierte an Hunger, Kälte und Krankheiten. Als System mit Millionen von Insassen verschwanden die Lager nach Stalins Tod. Während Stalin geglaubt hatte, dass der Gulag entscheidend für das sowjetische Wirtschaftssystem sei, erkannten seine Erben, dass das System zu Fehlinvestitionen geführt hatte und die Rückständigkeit der Wirtschaft geradezu konserviert hat. Ganz verschwanden die Lager jedoch auch dann nicht. Sie dienten auch in den 70er und 80er Jahren noch als Haftstätten für Aktivisten der Demokratiebewegung, für antisowjetische Nationalisten oder Kriminellen. Erst 1987 ließ Michail Gorbatschow, dessen Großvater selbst im Gulag gesessen hatte, die Straflager für politische Gefangene endgültig abschaffen. Ja, jetzt möchte ich nur noch sehr kurz auf ein weiteres wichtiges Kapitel eingehen, Stalins Rolle im großen Vaterländischen Krieg, wie der Zweite Weltkrieg in der Sowjetunion bezeichnet wurde und bis heute heißt. Und es war eben dieser triumphale Sieg gegen Hitler, der Stalin auf den Höhepunkt seiner Macht in der Sowjetunion führte und ihm auch international viel Anerkennung einbrachte. Schnell vergessen wurde dabei, dass die Sowjetunion 1939 mit Nazi-Deutschland einen Nichtangriffspakt geschlossen hatte, der ein geheimes Zusatzprotokoll enthielt. Dieses sah, wie wir wissen, die Aufteilung Polens, die Annexion des Baltikums und des rumänischen Bessarabien durch die Sowjetunion vor. Finnland wurde von der Sowjetunion 1939-40 im verlustreichen Winterkrieg bezwungen. Im Wald von Katyn
ließ Stalin im Frühjahr 1940 über 22.000 polnische Offiziere vom Geheimdienst erschießen. Und nach Kriegsende versuchte er, diese Tat bei den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen Deutschland anzuhängen. In den annektierten Gebieten des Baltikums, Bessarabiens sowie den ehemaligen ostpolnischen Gebieten ging der sowjetische Geheimdienst 1939-40 mit Deportationen und Massenerschießungen gegen die bürgerlichen Eliten vor. Im Rahmen der militärischen und polizeilichen Zusammenarbeit mit Hitler-Deutschland hatte Stalin der Gestapo auch zahlreiche geflüchtete deutsche Juden und Kommunisten ausgeliefert. Der Überfall der Wehrmacht auf die Sowjetunion im Juni 1941 hatte Stalin unvorbereitet getroffen, denn er hatte alle Warnungen seiner Generäle und ausländischen Geheimdienste ignoriert. Es gelang ihm aber, den ersten Schock des deutschen Überfalls zu überwinden und die Rote Armee letztendlich zum Sieg zu führen, einem Sieg, der allerdings sehr teuer erkauft war durch den massenhaften Tod von Rotarmisten, aber auch von sowjetischen Zivilisten. Die Propaganda inszenierte Stalin nach 1945 als genialen Feldherrn, als Generalissimus. Um den Glanz des Sieges nicht zu schmälern, sprach Stalin von nur 7 Millionen sowjetischen Kriegsopfern. Also eine Zahl, die maßlos untertrieben war. Und erst seine Nachfolger, zunächst Khrushchev und dann später Gorbatschow, nannten die realistischere Zahl von über 26 Millionen. Stalins Rolle bei der Gestaltung der Nachkriegsordnung, die Durchsetzung sowjetischer Herrschaft in Ostmitteleuropa und den beginnenden Kalten Krieg kann ich an dieser Stelle nicht weiter eingehen. Die letzten Jahre des Diktators waren zudem erneut geprägt von staatlichen Säuberungskampagnen im Zeichen antiwestlicher, antikosmopolitischer und antisemitischer Ressentiments. Das jüdische antifaschistische Komitee wurde 1948 aufgelöst, seine Mitglieder verhaftet. Zahlreiche Juden wurden aus Führungspositionen entlassen. Den Auftakt zu einer großen Terrorwelle gegen sowjetische Jüdinnen und Juden bildete 1953 die Verhaftung jüdischer Ärzte. Und es war erst der plötzliche Tod des Diktators am 5. März 1953, der diesen Planungen ein abruptes Ende setzte. Und auf dieses Ende möchte ich vielleicht noch kurz schauen. Dieses Ende hat Alek Chlewniuk in seiner Biografie minutiös auf der Grundlage von Akten rekonstruiert. Und es zeigt also, wie der Diktator hier quasi Opfer seiner eigenen Politik geworden ist. Er fiel also seinem eigenen Herrschaftssystem aus Gewalt, Willkür, Misstrauen und Intrigen zum Opfer, das dazu führte, dass seine Gefolgschaft ihm zunächst aus purer Angst jede Hilfe verweigerte. Es dauerte sehr lange, bis das Wachpersonal und dann auch die Angehörigen des Politbüros, also der obersten politischen Führung, zusammengerufen wurden und sich entschieden, das Zimmer von Stalin überhaupt zu betreten. Bis sie die ersten Ärzte an sein Bett holten, waren schon 1,5 Tage vergangen. Alles aus der Angst heraus, möglicherweise seinen Zorn damit zu erregen. Und als die Ärzte dann zu Stalin gelassen wurden, konnten sie eigentlich nur noch einen Hirnschlag konstatieren und konstatieren, dass sie ihm eigentlich nicht mehr weiter helfen konnten. Aber darüber werden wir vielleicht gleich auch noch mehr erfahren. Von einigen Forschern ist übrigens das Verhalten der Politbüro-Mitglieder Malenkov, Beria, Khrushchev und auch Bulganin quasi als versuchter Mord an Stalin, indem sie hier eben absichtlich keine Hilfeleistung unterlassen hätten, interpretiert worden. Alek Chlewniuk vertritt hier eine andere Ansicht, ganz überzeugend, und geht davon aus, dass es die Angst war, also die Angst vor Stalins Zorn, die zu diesem
doch recht ungewöhnlichen Verhalten damals geführt hat. Es gibt übrigens eine interessante schwarze britische Filmkomödie mit schwarzem Humor, die das Ende Stalins aufgenommen hat und die in Russland verboten ist, weil sie als antirussischer, ja, also als westliches Komplott zur Destabilisierung und Spaltung Russlands aufgefasst wurde und auch von russischen Kulturschaffenden stark kritisiert worden ist. Aber das nur am Rande. Jetzt, genau, komme ich zum Schluss. Da sehen wir, dass doch zu unserem Erschrecken Stalin im heutigen Russland unter der Putin-Regierung eine neue Wertschätzung erfahren hat, vor allem als genialer Feldherr, dem der triumphale Sieg im Zweiten Weltkrieg zu verdanken ist. Dabei war auch in Russland in der Perestroika-Zeit unter Michail Gorbatschow die Aufarbeitung der Verbrechen des Stalinismus und der Geschichte des Gulag-Lagersystems fortgesetzt worden. Unter Putin wurde eine unabhängige Geschichtsforschung dann aber immer mehr eingedämmt und eine geschichtspolitische Wende eingeleitet. Dabei wurden die Verbrechen des Stalinismus zwar nicht geleugnet, aber quasi als Kollateralschäden, die zum Zwecke einer schnellen Industrialisierung des Landes notwendig gewesen seien, relativiert. Organisationen, die sich für die Entstalinisierung eingesetzt hatten, wie die sehr verdienstvolle Gesellschaft Memorial, sie haben eben schon von Irina Schabakova gehört, die wurden nun als ausländische Agenten gebrandmarkt. Und man warf ihnen vor, dass sie vom Westen gesteuert seien und Russland in einem uferlosen Minderwertigkeitskomplex ertränken wollten. Denn Stalin gilt einer Mehrheit der russischen Bevölkerung heute wieder als bedeutendster historischer Staatsmann. Und hier sehen wir erneut, wie sich die russische und die ukrainische Erinnerungskultur hier ganz unversöhnlich auseinanderentwickelt haben. Bei aller Vergleichbarkeit muss man sicherlich sagen, dass Putin nicht der späte Stalin ist. Es gibt hier viele Unterschiede auch bei allen Ähnlichkeiten, die ich auch angesprochen habe. Dennoch zeigt vielleicht auch gerade der Blick auf Stalins Tod und Ende, welche Aufgaben dann auf diejenigen warten werden, die diese Herrschaft einmal transformieren wollen, die neue Legitimation stiften müssen und wieder Vertrauen schaffen müssen. Ja, damit wäre ich am Ende meiner Präsentation und ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen herzlichen Dank für den spannenden Vortrag. Ich fand es besonders interessant, was Sie jetzt am Ende auch nochmal gesagt haben, dass so die Erinnerungskultur in den verschiedenen Teilen der ehemaligen Sowjetunion eben so unterschiedlich ist. Ein Aspekt, der mir nicht so bewusst war. Wir kommen quasi zu einem weiteren Opfer von Stalin, der drangsaliert wurde während des Stalinismus, und zwar Schostakowitsch. Und das wird uns Herr Professor Benjamin Bergmann vorstellen. Er wurde 1967 in Stuttgart geboren, hat früh mit Geige begonnen, und zwar im Alter von 7 Jahren, hat dann ein Studium angeschlossen, unter anderem in New York, Salzburg und London, und hat 2005 einen Ruf an die Musikhochschule in Mainz erhalten. Er tritt als Solist und als Kammermusiker auf und hat sich auch sehr für die Lehre engagiert, hat einen Lehrpreis gewonnen und auch zwei Veröffentlichungen würde ich herausgreifen, 2015 und 2018, Aufwärmübungen für Geige, und als Bratscherin freut mich das sehr, als Co-Autor auch für Bratschistinnen und Bratscher. Jetzt sind wir gespannt auf Ihren Vortrag. Ja, sehr gerne. Ich mache es aber nicht so lange wie meine Vorrednerin. Am 5. März hat der Tod Stalins 1953, glaube ich, auf Schostakowitsch noch eine befreiende Wirkung gehabt. Also er hat sich lange nicht getraut, also 8 Jahre lang hat er nicht gewagt, eine Sinfonie zu schreiben, weil man in der Sinfonie, in diesem großen Format doch sehr viele Dinge aussprechen kann, die einen Komponisten im Innersten bewegen. Und dieser Offenbarung ist er aus dem Weg gegangen. Er hat das Violinkonzert geschrieben vorher,
wo er auch jüdische Komponenten hat einfließen lassen. Aber wie gesagt, die letzte Sinfonie hatte er 8 Jahre vorher geschrieben, wobei er davor immer im Zwei-Jahres-Rhythmus seine Sinfonien geschrieben hat. Also diese große Pause dazwischen deute ich schon so, dass er unter Stalin wirklich gelähmt war. Auch sicher vor Angst natürlich. Ja. Und dann eben am 5. März 1953 der Tod Stalins. Übrigens der gleiche Tag, an dem auch Prokofjew gestorben ist. Also sein Komponistenkollege. Wobei dieser Tod natürlich überhaupt nicht wahrgenommen wurde angesichts eben des Todes Stalins. Und diese Befreiung führte dazu, dass er wieder sich an eine Sinfonie setzte. Anfangs ging es zögerlich, wie er selbst schreibt, bis er dann sozusagen reinkam in sein Arbeitstempo und dann wieder typisch Schostakowitsch in einem sehr zügigen Tempo die Sinfonie abgeschlossen hat. Am 5. August 1953 hat er den ersten Satz beendet, am 27. August das Scherzo, den zweiten Satz, am 8. Oktober den dritten Satz, am 25. Oktober den vierten Satz. Und er schreibt selbst, wenn er so im Arbeiten drin war, dann schließt er die Sachen gerne schnell ab, guckt später aber nicht mehr drauf und feilt noch dran rum, sondern wendet sich dann neuen Werken zu, weil er die Lust am Alten verloren hat. Insofern war auch, glaube ich, diese Sinfonie ein geniales Vermächtnis dieser Zeit, die in diesen 8 Jahren in ihm gereift ist. Und der zweite Satz, also das Scherzo, üblicherweise der leichte, lustige, heitere Satz einer Sinfonie, wird bei ihm zu einer, ja, Groteske fast, also ein überhaupt nicht lustiges Stück, was er an die zweite Stelle setzt in der Sinfonie. Das kürzeste Scherzo, was er je komponiert hat, nur 4 Minuten Dauer ungefähr. Und er porträtiert darin Josef Stalin. Also nach Aussage des Komponisten ist dieser Satz ein Porträt Stalins. Allerdings habe ich gesucht, wo ich wirklich die Aussage Schostakowitschs finde, in irgendeinem Zitat. Ich habe aber kein direktes Zitat von ihm selbst gefunden, sondern nur seine vertrauten Freunde berichten, dass er gesagt habe, der zweite Satz sei ein Porträt Stalins. Und das ist für mich eigentlich auch klar, dass er das selbst nicht gesagt hat, weil das viel zu gefährlich war. Also in dieser Zeit 1953 hätte er, wahrscheinlich wäre er dann auch inhaftiert worden, wenn er sagt, ich porträtiere den Stalin, denn das Porträt ist nicht unbedingt vorteilhaft, sagen wir mal so. 1953 fand ja auch dieser Ärztekomplott statt, haben wir gerade gehört, wo also jüdische Ärzte diffamiert wurden genannt die Mörder in weißen Kaftanen. Das ist vielleicht für die medizinische Gesellschaft auch ganz erschreckend. Und die Bevölkerung hat sich geweigert, sich von jüdischen Ärzten behandeln zu lassen. Das war also 1953. Und gerade vor diesem Hintergrund kann er also keinesfalls offiziell von einem Porträt Stalins sprechen. Zumal eben dieser zweite Satz sehr dissonante Blechbläserklänge enthält, also Posaunenklänge oder Trompeten auch, die wir normalerweise eher Posaunenchor aus der Kirche kennen oder die etwas Sakrales vermitteln, und da setzt er aber Dissonanzen rein, dass es sich wirklich reibt und scharf klingt, eine Disharmonie erzeugt. Dann haben wir viele Bässe, also eine sehr dunkle und bedrohliche Klangsprache. Es kommen Marschrhythmen vor, Trommelwirbel, die an Säbelrasseln erinnern oder auch an Maschinengewehrsalven. Also eine triumphale Bösartigkeit oder Brutalität, die sich da entwickelt. Paukenschläge, also dieses Motiv draufhauen, ja, nichts entkommen lassen, draufhauen. Und dazwischen aufgeregte, leise, hohe Streicherpassagen, ich sehe das wie ein ängstliches Sich-Wegducken. Also er arbeitet mit ganz vielen klanglichen Assoziationen, mit denen er diese Person Stalins porträtiert. Am Anfang auch die Geigen, die auf der G-Seite, also auf der tiefsten Seite, in ganz hohen Lagen spielen. Dadurch wird die Seite extrem kurz
und es entsteht ein gequälter, gepresster, gedrückter Klang. Und dazu kommt noch der typische Galopprhythmus. Ja, also wo wir an Pferdegetrappel uns erinnert fühlen und eine Bewegungsdynamik entsteht, die einen unglaublichen Sog entwickelt. Das Ganze in einem rasend schnellen Tempo, 176 ist die Metronomzahl, und durchzogen von Taktwechseln, die also wie Herzrhythmusstörungen an einen Angstzustand erinnern. Wir hören jetzt diesen zweiten Satz, der dauert knapp 4 Minuten, wobei ich dazu sagen muss, dass der Klang jetzt bei der Wiedergabe nicht ganz optimal ist, weil die Aufnahme stark komprimiert ist. Wer Lust hat, kann sich ja zu einem späteren Zeitpunkt nochmal auf YouTube eine schöne Aufnahme davon anhören oder noch besser in ein Konzert gehen, wo er das dann live erleben kann. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich hätte mir jetzt
als Porträt Stalins irgendwie hässliche Musik vorgestellt, aber es ist ja doch irgendwie ganz großartige Musik und man muss es vielleicht nicht nur als Porträt von Stalin hören. Wir kommen jetzt zum Teil, der die Erkrankungen beschreibt. Es wird vorgestellt von Herrn Professor Dr. Achim Heinz. Er wurde 1959 in Koblenz geboren, hat in Mainz Medizin studiert von 78 bis 85, war dann relativ lange an der Universitätsklinik in Mainz beschäftigt, von 86 bis 2003 in der Allgemein- und Abdominalchirurgie, zuletzt als leitender Oberarzt. Er wurde 2001 zum außerplanmäßigen Professor ernannt und ist seit 2003 Chefarzt am ehemals katholischen Klinikum Mainz, jetzt wohl Marienhaus Klinikum. Und er hat seine wissenschaftlichen Schwerpunkte in der onkologischen Chirurgie und in der minimalinvasiven Chirurgie und wird uns jetzt einführen, was bekannt ist zu den Erkrankungen von Stalin. Bitte schön. Ja, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Nach dieser fulminanten Musik kommen wir jetzt zu den Krankheiten von Stalin. Und ich möchte den Vortrag dreiteilen. Ich möchte zunächst auf die somatischen Erkrankungen eingehen, dann kurz auf die Familiengeschichte und abschließend auf die Psychopathologie von Stalin, die sicher für das Gesamtbild auch sehr bedeutsam ist. Geboren wurde Stalin in dem Städtchen Gori. Sie sehen es hier auf der linken Seite. Es liegt zwei Tagesmärsche von Tiflis entfernt. Der Vater war Schuhmacher, die Mutter war Näherin und Waschfrau. Zwei seiner Brüder sind kurz nach der Geburt bereits verstorben, weswegen die Mutter ihn sehr fürsorglich behandelte. Der Vater, wie gesagt, war Schuhmacher, war am Anfang sehr erfolgreich. Sie sehen hier das Haus, wo Stalin geboren wurde. Die Werkstatt befand sich im Keller. Er hatte 10 Mitarbeiter, aber der Vater verfiel dann dem Alkohol und hat Stalin und seine Frau schwerst misshandelt, was dann auch zur Trennung innerhalb der Familie führte. Das Haus heute in Gori hat kultischen Charakter. Das sehen Sie, das ist mit einem antiken Tempel umbaut und ist recht aufwendig renoviert. Er kam auf die Welt mit einer Syndaktylie, das heißt zwei Zehen, die zweite und dritte Zehe des Fußes waren miteinander verwachsen. Das wurde auch im späteren Verlauf als steckbriefliches Merkmal verwendet, gerade in seiner Zeit als Berufsrevolutionär, bis er in die politischen Ämter kam. 1884 hatte Stalin eine schwere Pockeninfektion und Sie sehen hier auf dem mittleren Bild, dass das Gesicht zahlreiche Pockennarben aufweist. Im weiteren Verlauf, gerade in der Selbsterstellung, hat Stalin sehr viel Wert darauf gelegt, dass die Bilder retuschiert wurden. Der junge Stalin auf der linken Seite ohne Pockennarben und Sie sehen rechts im Bild die gleiche Einstellung praktisch, aber die völlig glatte Haut. Stalin war von der Körpergröße nicht groß. Er war 1,67 Meter groß und reiht sich damit durchaus auch in andere Männer mit großen Ämtern ein. Sie sehen es hier, Medvedev 1,62 Meter, Putin 1,70 Meter, Lenin 1,64 Meter. Er hat im Alter von 12 Jahren hatte einen schweren Kutschunfall gehabt. Er wurde angefahren. Dies führte dazu, dass der linke Arm verkürzt war mit einer eingeschränkten Beweglichkeit im Schulter-Eckgelenk. Und man nimmt heute an, dass er hier eine Osteomyelitis hatte. Diese Armhaltung links ist relativ eindrücklich für ihn. Er konnte den Arm, wie gesagt, nur uneingeschränkt benutzen. Zwischen 1903 und 1917 bis zur Revolution wurde Stalin insgesamt 8-mal nach Sibirien verbannt. Er hat eine relativ robuste Gesundheit gehabt. Er hat es relativ gut ausgehalten. Die Verbannung war nicht dadurch gekennzeichnet, wie es im Gulag-System war, dass er Zwangsarbeit leisten musste. Es waren einsame Aufenthalte, fernab praktisch von der Zivilisation. Und er schreibt hier selbst, er hatte Zahnschmerzen gehabt und er bekam ein Medikament. Er drückte dieses Medikament auf Anweisung in den faulenden Zahn. Aber der Arzt sagte nicht, dass es Arsen war, was man nach einiger Zeit herausnehmen musste. Und tatsächlich hörten die Schmerzen auf, aber zwei Zähne fielen heraus. Er hatte recht gehabt, die Zähne taten nie wieder weh. Und ich finde, so wie er das selbst beschreibt, zeigt natürlich auch sich selbst gegenüber einen gewissen Empathiemangel.
der sich natürlich dann später im Umgang mit seinen Mitmenschen deutlich manifestierte. 1909 erneute Verbannung nach Sibirien und hier hatte er eine Typhusinfektion, ist ja wiederholt aus Sibirien geflohen, wurde wieder gefangen genommen und hier wurde er aus dem Lager ins Krankenhaus verlegt und nach der Genesung ist er auch hier wieder geflohen. 1921 dann, nach der Revolution, war Stalin Volkskommissar für Arbeiter- und Bauerninspektion und er hatte 1921 eine Appendizitis. Der Chirurg schreibt dazu, dass die Operation insgesamt schwierig war. Die Operation wurde zunächst in Lokalanästhesie durchgeführt. Man kann sich vorstellen, dass es recht aufwendig war. Es stellte sich dann bei der Operation heraus, dass die Entzündung doch weiter fortgeschritten war. Er bekam dann eine Chloroformnarkose, was damals auch recht gefährlich war. Und der Chirurg musste dann eine Zirkumresektion durchführen. Und er wusste nicht, ob das Ergebnis zufriedenstellend sein würde in Anbetracht des Ausmaßes der Operation, aber es ist letztlich gut gegangen. Der gleiche Chirurg war dann 22 daran beteiligt, die Kugeln aus Lenin zu entfernen, die er bei dem Attentat abbekommen hat im Hals und im Brustbereich. Es war eines der berühmtesten Chirurgen zur damaligen Zeit. Daneben hat Stalin, und das ist vielleicht auch eine Folge des Aufenthaltes in Sibirien, eine rheumatoide Arthritis. Er hatte Entzündungen und Verformungen des Kniegelenks und der Fußgelenke. Aus dem Grund trug er praktisch immer maßgefertigte Stiefel aus weichem Leder, die er ungern auszog. Er hat sie praktisch konstant getragen, bis sie Löcher hatten. Und Bewegungsmangel verstärkte seine rheumatoiden Beschwerden, weswegen er bei Besprechungen häufig in Bewegung war. Aber insgesamt eine robuste Gesundheit, aber er hat dann sozusagen von der Alimentation her ein gutes Leben geführt. Also er liebte georgische Buffets. Sie sehen hier auf der linken Seite so ein Bild. Er hat viel getrunken, viel geraucht, 20 Gläser Wodka angeblich, hat er relativ gut weggesteckt. Und 1927 diagnostizierte dann Plettenjow eine Herzmuskelschwäche, eine KHK, eine Hypertonie sowie Gallensteine. Also insgesamt Merkmale einer Hyperalimentation und vielleicht des Nikotinabuses. Im Krieg dann die Jalta-Konferenz. Wir haben das eben von den zeitlichen Abläufen schon im Vortrag gehört. Reiste Stalin dann nach Jalta. Sie sehen hier die drei Teilnehmer, Churchill, Roosevelt und Stalin. Und insgesamt waren diese Männer durch den Krieg und durch das Alter auch letztlich gezeichnet. Stalin war noch der fitteste. Alle drei sind mit ihren Leibärzten angereist. Der Leibarzt von Churchill, Baron Moran, eigentlich von Haus aus Charles Wilson, aber er wurde für die Verdienste für Churchill geadelt. Admiral McIntyre für Roosevelt. Und Wladimir Winogradow, da werde ich später noch drauf eingehen, war als Arzt für Stalin zuständig. Wie gesagt, die Teilnehmer waren nicht sonderlich gesund. Winston Churchill hatte schwere Angina pectoris und eine ganz ausgeprägte Depression über den Krieg entwickelt. Er selbst bezeichnete das als Black Dog, als Vasosklerose. Und der Chef des britischen Generalstabes schrieb, dass er eigentlich unfähig war, sich auch nur ein paar Minuten zu konzentrieren und häufig vom Thema abschweifte. Roosevelt, ebenfalls schwer krank, er hatte eine Hypertonie mit Spitzenwerten bis zu 240, einen Gewichtsverlust, ein HB von 4,5. Und der britische Arzt Lord Moran schreibt, wenn Roosevelt früher manchmal nicht genau mit den zur Diskussion stehenden Fakten vertraut gewesen war, so hatte sein Scharfsinn diese Schwäche wieder weggemacht. Nach allem, was ich hier beobachte, muss ich bezweifeln, ob er seiner Aufgabe gewachsen ist. Roosevelt ist ja dann auch kurze Zeit später verstorben. Stalin war sozusagen im Grunde genommen der stärkste dieser drei Verhandlungspartner und Lord Moran schreibt hier, die beiden westlichen Verhandlungspartner standen im Schatten Stalins und Stalin hat ja seine Ziele auch durchgesetzt. Aber nach der Rückkehr aus Jalta, Februar 1945, berichtete er auch über starke Herzschmerzen und es wurde ein Herzinfarkt diagnostiziert. Der zweite Herzinfarkt passierte dann kurze Zeit danach, zwei Monate später, ebenfalls 1945. Bei der Potsdamer Konferenz, Sie sehen jetzt, Roosevelt ist ersetzt im Grunde genommen durch Truman, kam Stalin einen Tag zu spät.
Er sagte, er wollte fliegen, aber die Ärzte hätten es ihm verboten. Er zeigte dabei mit der Hand auf sein Herz. Er hatte eine Gangunsicherheit und Blässe. Und kurz vor der Konferenz hatte er seinen dritten Herzinfarkt. Aber trotz dieser Erkrankung, Stalin war extrem zäh und hat seine Verhandlungsziele durchgesetzt. Aber ab 1947 kam es dann eben zu einem zunehmenden Verfall aufgrund der Vasosklerose. Sie hatten das Bild eben schon gesehen aus einer anderen Perspektive. Es ist der 70. Geburtstag, links Mao Zedong, auf der rechten Seite Khrushchev. Und Sie sehen Stalin in der Mitte. Er sieht jetzt vom ärztlichen Blick her nicht sonderlich gesund aus. Er hatte Gedächtnislücken, eine Störung der Merkfähigkeit, eine schwerfällige Sprache. Und Khrushchev schreibt, dass er sich an Namen von Kollegen aus dem Politbüro dann nicht mehr erinnern konnte. Zum Beispiel Bulgarin, er sah ihn lange an und fragte ihn nach seinem Namen, der natürlich dann direkt antwortete. Im Oktober 1949 hatte Stalin seinen ersten Apoplex mit einem teilweisen Sprachverlust. Zwei Monate später, Dezember 1949, einen zweiten Apoplex mit kurzem Bewusstseinsverlust und heftigem Schwindel. Und Sie sehen jetzt hier dieses Bild kurz vor seinem Tod. Sie sehen, dass Stalin hier wirklich, glaube ich, schwer durch die Vasosklerose gezeichnet ist. Ein Geheimdienstmitarbeiter, der ihn im Februar 1953 besuchte, schrieb: Ich sah einen alten Mann, sein Haar war erheblich dünner geworden. Er sprach langsam, betonte die Worte mit Mühe und die Pausen zwischen den Worten wurden länger. Offensichtlich waren die Gerüchte über die zwei Schlaganfälle wahr. Auf das Sterben, da haben Sie ja schon gehört, wie das war. Ich möchte noch etwas detaillierter darauf eingehen. Die große Überschrift ist, dass sich eigentlich keiner um ihn gekümmert hat. Es ging praktisch los am 28. Februar in Moskau im Kreml. Dort hat Stalin einen Filmabend gehabt im Kreml-Kino, das war oft. Und der engere Kreis, der Geheimdienstchef Beria, Khrushchev, Malenkov und Bulgarin waren dabei. Stalin liebte amerikanische Western, es war schwer da dran zu kommen und seine Sammlung war eigentlich die von Josef Goebbels, die bei dem Krieg in Berlin erbeutet worden war. Und Stalin liebte John Wayne, nichtsdestotrotz hat er angeblich den Mord an John Wayne beauftragt. Die Filme waren nicht synchronisiert, eigentlich nicht verständlich, aber das war auch nicht so bedeutsam, weil Stalin während der Filmvorstellung praktisch ununterbrochen redete. Und die anderen mussten dann zwungenermaßen zuhören. Das Übliche war, dass es danach diesen Filmvorführungen zur Datscha nach Kunsevo ging. Sie sehen es hier, ein bisschen außerhalb von Moskau gelegen. Und da gab es dann ein georgisches Buffet. Und an diesem Abend war das Thema die Ärzteverschwörung. Da hatten wir von gehört, es war wieder eine Säuberungswelle, die sich gegen Anfang gegen exponierte Juden richtete. Und Stalin ging es eben bei dieser Ärzteverschwörung nicht rasch genug voran. Mit reichlich Alkohol wurde dann bis 4 Uhr gefeiert und Stalin verabschiedete die Gäste mit den Worten, sie können ein Nickerchen machen. Stalin stand dann üblicherweise gegen 12 Uhr auf, aber entgegen dieser Gewohnheit hörte man nichts von ihm. Erst abends ging das Licht an und die Leibwächter haben sich nicht getraut, in das Zimmer zu gehen. Der Dialog war hier, Sie sind der Vorgesetzte, also gehen Sie. Der Vorgesetzte sagt, ich habe Angst, was meinen Sie, was ich bin, ein Held. Weil wenn man Stalin gestört hätte, in einem ungünstigen Moment, hätte das durchaus die Todesstrafe oder Deportation nach sich ziehen können. Unter dem Vorwand, die Post zu bringen, haben dann die Leibwächter um 22 Uhr praktisch das Zimmer betreten und Stalin lag da eingenässt, bewegungsunfähig, halbseitig gelähmt und konnte nicht sprechen. Der engere Kreis, das sehen Sie auf der rechten Seite, das war Lavrentija Beria, Chef des Geheimdienstes, der ähnlich wie Stalin ein ausgesprochen brutaler Mensch war, fuhr durch Moskau, zerrte Frauen in seinen Wagen und vergewaltigte sie. Malenkov wurde innerhalb der Gruppe als Malenka verspottet, weil er eine relativ hohe Stimme hatte. Khrushchev wurde von Stalin nicht wirklich ernst genommen. Und rechts oben im Bild, Molotow, Kaganovich und Mikojan, die waren eigentlich außerhalb dieser Gruppe auch nicht anwesend und standen eigentlich zu diesem Zeitpunkt schon auf der Abschussliste zur Deportation. Die Ehefrau von Molotow war schon deportiert und Molotow
wollte sich bei Stalin für seine Frau einsetzen. Das war aber ein gefährliches Unterfangen und er ging auf seinen Geburtstag und Stalin hat ihn komplett ignoriert. Dadurch war auch Molotow klar, dass er eigentlich als Nächster deportiert würde. Aber diese vier, der engere Kreis, die eben auch bei dieser initialen Kinovorstellung dabei gewesen waren, haben sich nicht wirklich um ihn gekümmert. Sie hielten Stalin für betrunken, sind wieder abgefahren. Sie haben natürlich auch Angst gehabt, dass wenn er aufwachen würde, dass ihnen etwas passiert. Am 2. März, 6:45 hat Stalin dann nochmal die Augen geöffnet und Beria sagt, ich habe ihn erledigt, ich habe euch allen das Leben gerettet. Und es ist nicht ganz klar, ob nicht wirklich auch Gift mit im Spiel war. Lavrenti Beria als Chef der Geheimdienste hatte mehrere Labors, wo Gifte produziert wurden. Und im ersten Dossier, was später gestrichen wurde, hat Stalin auch Blut erbrochen, hatte eine Magenblutung. Also es wäre unter Umständen denkbar, dass Gift mit im Spiel war. Aber letztendlich ist es nicht eindeutig belegt. Es wurden dann Ärzte gerufen und ein Hauptproblem war auch, das Bild hier haben Sie schon gesehen, dass im Rahmen der Ärzteverschwörung alle erfolgreichen jüdischen Ärzte in Haft waren. Und das heißt, es wurde im Grunde genommen die zweite Reihe sozusagen für die Behandlung herangezogen. Man hatte zwar im Gefängnis sie gefragt, was würden Sie machen, wen würden Sie empfehlen, wenn Ihr Onkel schwer krank wäre, aber die Masse der Ärzte war eben inhaftiert. Und die Ärzte, die gerufen wurden, hatten ausgeprägte Angst vor Stalin. Sie hatten Hände zittern, haben sich nicht getraut, ihnen das Hemd auszuziehen. Und im Grunde ist dann Stalin gegen 10 Uhr am 5. März in Kuntsevo verstorben. Die Obduktion ergab dann einen hämorrhagischen Herd in der linken Hemisphäre des Hirns, gekreuzte Hemiplegie, eine Atherosklerose aller zerebralen Gefäße. Am Herz zeigte sich eine Hypertrophie des linken Ventrikels mit frischer Einblutung in die Wand des Myokards, also mit einem Herzinfarkt. Also insgesamt muss man sagen, war die wesentliche Erkrankung von Stalin über die Jahre die ausgeprägte Vasosklerose, auch zerebrale Vasosklerose. Und möglicherweise hat diese zerebrale Vasosklerose auch zu der Psychopathologie von Stalin gerade auch im Alter geführt. Er wurde dann im Haus der Gewerkschaft in Moskau aufgebahrt. Hier wurde unlängst auch Gorbatschow aufgebahrt und Sie sehen auf dem rechten Bild den Massenandrang. Es war ein solcher Andrang, dass hier zahlreiche Menschen aufgrund der Enge praktisch in der Hysterie zu Tode getrampelt wurden. Bestattet wurde er dann im Mausoleum neben Lenin. Lenin rechts oben im Bild im Hintergrund in einem schlichten Straßenanzug und Stalin in einer Gala-Uniform. Sie sehen das Mausoleum links unten. Das Mausoleum ist bedeckt von einem Monolithen mit 40 Tonnen und es wurde dann praktisch die Schrift von Stalin hinzugefügt, also Lenin und Stalin. Und es wurde beauftragt, dass der ursprüngliche Monolith zerstört werden sollte, also wo nur Lenin drauf stand. Aber der Kommandant des Mausoleums hat diesen riesigen Monolithen irgendwie versteckt und eben nicht zerstört, obwohl es sicher für ihn problematisch war. Und dann, Oktober 61, wurde Stalin praktisch umgebettet und der alte Monolith mit der ausschließlichen Aufschrift Lenin wurde wieder aufgesetzt und Stalin wurde an der Kremlmauer neben anderen Berühmtheiten bestattet. Jetzt kurz zur Familiengeschichte, die im Hinblick auf die Psychopathologie vielleicht auch einiges erklärt. Also Sie sehen Stalin und auf die Eltern bin ich bereits eingegangen. Der Vater, wie gesagt, ein schwerer Alkoholiker, der das Kind und die Ehefrau schwer misshandelt hat. Stalin heiratete 1906 Kato Svadnice und diese verstarb ein Jahr später an Typhus. Sie sehen, wie er hier am Sarg der Ehefrau steht. Und Stalin sagte praktisch beim Versterben, dass mit dem Tod seiner Ehefrau das letzte menschliche Gefühl ihm abhanden gekommen wäre. Aus dieser Beziehung stammt Jakov Tschugatschwili. Das wurde eben auch schon erwähnt. Jakov Tschugatschwili wurde im Krieg von den Nazis gefangen genommen. Und der Vater wollte ihn nicht austauschen. Angeblich war der Satz von Stalin, er sollte ja gegen General
Feldmarschall Paulus von Stalingrad ausgetauscht werden. Und der Satz von Stalin war wohl, er tauscht keinen Soldaten gegen einen Generalfeldmarschall. Der Sohn ist daraufhin in Sachsenhausen in den Zaun gesprungen und erhielt einen Gnadenschuss. In nächster Ehe war dann Stalin verheiratet mit Nadeschda Aljuljewa. Die Heirat war 1919. Sie sehen es auf der linken Seite in der Mitte. Und sie hat sich 1932 umgebracht. Sie war überzeugte Kommunistin und sie war mit der Politik von Stalin absolut nicht überzeugt. Hat auch mit ihm gestritten, hat sich das nicht sagen lassen. Und aufgrund dieser negativen, schlechten Politik hat sie sich ins Herz geschossen und ist verstorben. Aus dieser Ehe stammen zwei Kinder, Wassili Stalin und Svetlana Aljuljewa. Wassili Stalin ist auch relativ früh gestorben, mit 41 Jahren. Man muss sagen, er hat vom Vater, wenn man das so relativ plump sagen darf, hat einen sicher Verwöhnungsschaden gehabt. Er wurde wiederholt befördert bis zum General, bekam Orden. Und wenn er etwas machte, was dem Vater nicht gepasst hat, wurde er sofort degradiert. Er war schwerster Alkoholiker, kam nach dem Tod von Stalin in Kerkerhaft und ist in jungen Jahren, also eigentlich mit 41, relativ früh verstorben. Die Tochter Svetlana Aljuljewa hatte ein zwiespältiges Verhältnis zum Vater. Er hat sie sehr liebevoll großgezogen. Es war wahrscheinlich sein Lieblingskind in den ersten Jahren. Aber sie lastete ihm natürlich den Suizid der Mutter an. Und der erste Liebhaber von ihr mit 18 wurde von Stalin nach Sibirien deportiert. Sie selbst ist über Indien in die USA geflohen, wurde hier natürlich auch im Rahmen des Kalten Krieges instrumentalisiert. Und Svetlana Aljuljewa ist dann völlig vereinsamt in den USA und auch verarmt verstorben. Also Sie sehen, äußerst schwierige Familiengeschichte, was sich eben auch aus der Psychopathologie von Stalin erklärt. Es ist natürlich auch wichtig, das hat eben schon angekündigt, nochmal einen Blick auf die behandelnden Ärzte zu werfen, was auch zeigt, welchen Charakter Stalin gehabt hat. Sie sehen hier Wladimir Bechterew, allen bekannt als Neurologe und Psychiater. Und 1927 war in Moskau der erste allrussische Kongress der Neuropathologen und Psychiater. Zum 70. Geburtstag war Bechterew der Vorsitzende und er wurde hinzugezogen, um praktisch Stalin zu untersuchen. Er hat wohl 2 Stunden mit ihm gesprochen und man sieht, es war offensichtlich ein sehr direkter Mensch. Er kam aus der Tür des Untersuchungszimmers und sagte, dass mit Stalin ein Mann an der Spitze stände, der an Paranoia leide. Diese Aussage hat er nicht lange überlebt. Er ist wohl am gleichen Abend im Theater vergiftet worden, ist dann unmittelbar gestorben. Die 2 Ärzte, die ihm dann angeblich helfen sollten, waren vom Geheimdienst NKWD und eben keine Ärzte. Die Ärzte, die Stalin behandelten, hatten, muss man sagen, keine gute Prognose. Ich hatte den Namen anfänglich schon erwähnt, Pletnyov, ein Kardiologe, der Vorstand der Kreml-Klinik war und Stalin lange behandelt hat. Dankbarkeit und Loyalität waren Stalin offensichtlich fremd. Er stellte auch 1937 die Diagnose einer paranoiden Psychose und in der Pravda erschien dann 1937 ein Artikel, wo er als der sadistische Professor, Professor Frauenschänder, tituliert wurde, was natürlich nicht wahr war. Und er wurde für 2 Jahre inhaftiert, kam auf Bewährung frei. Das war eigentlich recht milde für die damalige Zeit, aber er wurde dann im Dezember 1937 erneut festgenommen und wurde einer schwersten Folter unterzogen. Ihm wurde vorgeworfen, praktisch den Schriftsteller Maxim Gorki fehlbehandelt zu haben. Er behielt von dieser Folter eine Halbseitenparese zurück. Es kam zu einem Schauprozess mit 25 Jahren Haft, wurde aber dann 3 Jahre später hingerichtet. Und Vinogradov, Sie hatten das Bild gesehen, war dann Vorstand der Kreml-Klinik. Das war der Arzt, der mit nach Potsdam und Jalta gefahren war, als Leibarzt sozusagen. Er wurde 1948 denunziert durch eine Kollegin Timatschuk, die ihm eine Fehlbehandlung von Stanow, der für die repressive Kulturpolitik verantwortlich war, vorwarf. Stanow ist gestorben
und ihm wurde die Schuld dafür in die Schuhe geschoben. Und das werde ich noch mal kurz vorlesen, den Ausschnitt aus der Pravda, weil das beschreibt es eigentlich sehr gut. Also Überschrift: bösartige Spione und Mörder unter der Maske akademischer Ärzte. Es trafen sich am Bett des Kranken zwei Menschen in weißen Kitteln, er ein Gelehrter mit hohem Namen und Rang, sie ohne Gelehrtegrade, aber reich an Erfahrung und Kenntnissen, erworben in 12 Jahren ärztlicher Arbeit, voll des Hochgefühls der Verantwortung für die Gesundheit und das Leben der sowjetischen Menschen. In den Händen beider waren dieselben Analysen, vor den Augen beider die gleichen Symptome der Krankheit, aber die Frau sieht, der Mensch mit den gelehrten Graden stellt eine falsche Diagnose. Eine falsche Diagnose, das heißt eine falsche Behandlung, das heißt Tod. Warum tut er das? Ein medizinischer Irrtum. Aber der Mensch mit den Graden hat zu große Kenntnisse und Erfahrungen, als dass er sich so schwer täuschen könnte. Dazu kommt, dass er jeden Versuch abweist, ihn zu berichtigen. Wenn es kein Irrtum ist, mit wem hast du es dann zu tun? Timoschuk wurde dafür mit dem Lenin-Orden belohnt. Und Vinogrado wurde angeklagt und inhaftiert wegen Kollaboration mit dem Westen. Ich muss sagen, er hat Glück gehabt. Durch den Tod von Stalin wurde er dann unmittelbar im April 1953 freigelassen. Hätte Stalin weitergelebt, wäre, glaube ich, das Schicksal des Arztes auch klar gewesen. Wir müssten langsam zum Ende kommen. Ich komme zum Ende. Ich bin gleich soweit. Ja, genau. Und ich finde, Erich Fromm trifft es ganz gut, was er über den Sadismus sagt. Die Verwandlung der Ohnmacht in Allmacht. Er ist die Religion der seelischen Krüppel. Und ich glaube, die Misshandlungen des Vaters sind sicher Auslöser praktisch für diese Verhaltensweise. Und das kann ich auch schnell überspringen. Was Stalin auch ausgezeichnet hat, ist Narzissmus und Größenfantasien mit Minderwertigkeitskomplexen. Nur ein kurzes Beispiel. Die Siegesparade wollte Stalin eigentlich ursprünglich auch auf dem Pferd anführen, ist aber dann von dem Pferd gestürzt, weil er nicht reiten konnte, und sagte dann Schukow, der Bezwinger von Berlin, soll die Parade abnehmen, der ist ja Kavallerist. Aber Schukow wollte eigentlich nicht, hat gesagt, möchte das nicht, aber letztlich auf Druck dann schon. Aber insgesamt war Stalin dann doch sehr eifersüchtig praktisch auf das Anführen dieser Parade. Und Schukow, der viel geleistet hatte für die Sowjetunion, wurde strafversetzt nach Odessa und im zweiten Schritt noch weiter weg nach Jekaterinburg. Und das ist dann mein Abschluss. Ich finde, der ist bezeichnend. Manchmal haben wir, wenn wir von den Gräueltaten der Geschichte hören, den Eindruck, die ideellen Motive hätten den destruktiven Gelüsten nur als Vorwand gedient. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank für den sehr interessanten Vortrag. Ich fand jetzt besonders auch den Bericht über sein Ende nochmal ganz spannend. Vielleicht ist ja ein schwacher Trost, dass er dann wenigstens am Ende von allen verlassen war und da keine Hilfe mehr bekommen hat. Wir hören jetzt nochmal Herrn Professor Bergmann zum Abschluss. Jawohl. Ganz kurz ein Blick auf das Ende dieser Sinfonie, wo wir vorher den zweiten Satz gehört haben. Ich glaube, das zeigt, dass auch Schostakowitsch nach dem Tod von Stalin immer noch diese Zensur gefürchtet hat. In dem letzten Satz verwendet er wieder die Tonfolge DSCH. Also das sind die Initialen von Dmitri Schostakowitsch, die er da hinein komponiert und versucht aber im Sinne, ja, oder sagen wir mal so, es ist umstritten, ob das ein Happy End ist, also ein positives Finale, oder ob das Ganze nur eine Parodie ist, die dazu führen soll, dass das sowjetische Publikum jubelt und sagt, das ist eine tolle Sinfonie und gar nicht verstehen, wie ironisch das eigentlich gemeint ist. Das zeigt auch, wie das aufgenommen wurde. Also die staatstreue Zeitschrift Die sowjetische Musik schrieb 1954, die Sinfonie sei eine optimistische Tragödie, durchdrungen vom festen Glauben an den Sieg der lichten, lebensbejahenden Kräfte. Und der Kurt Sanderling, Dirigent, auch später der Leningrader Philharmoniker, schreibt, es ist eine Anti-Stalin, eine Anti-Regime-Sinfonie. Die ersten drei Sätze sprechen von der Bedrückung, von der Unterdrückung, von der Vereinsamung. Und im vierten Satz bricht es plötzlich so ganz ohne Vorwarnung aus ihm heraus,
Und er schreibt einen Satz von heidenschem Humor, voller Leichtigkeit, ja tänzerischer Fröhlichkeit, als wolle er den neuen Tag begrüßen. Man hat die Sinfonie mit dem von Ilja Ehrenburg geprägten Begriff Tauwetter-Sinfonie bezeichnet. Also das ist sozusagen die Seite, die sagt, das ist ein positives Ende. Krennikow, der Generalsekretär des sowjetischen Komponistenverbands, schreibt über diese Sinfonie am 1. April 1954, in meiner Vorstellung ist es so, als ob der Held dieses Werkes ein verklemmter Intellektueller sei, der sich vor dem Leben fürchtet. Das Leben scheint ihm ein schrecklicher Albtraum zu sein, deswegen schreit und brüllt er. Die Sinfonie ist von neuropathischen Konvulsionen durchdrungen und nimmt die gesamte Umwelt derart wahr, als ob es keinen Ausweg gäbe. Sogar die einzelnen Aufheiterungen, die in dieser Musik vorkommen, wirken irgendwie kindlich. Und deshalb hören wir jetzt das Ende dieser Sinfonie ganz kurz und Sie machen sich Ihr eigenes Bild. Ist das ein fulminantes Happy End oder steckt da die Ironie dahinter? Ich liefere euch, was ihr wollt, aber glauben tue ich es nicht. Ja, meine Damen und Herren, wir sind am Ende angelangt mit einer wunderbaren Musik. Wir sind bedrückt von dem, was wir alles gehört haben, aber auch dankbar, dass Sie uns in diese Welt, in diese schlimme Welt hineingeführt haben, uns Informationen gegeben haben. Und es wird uns noch lange beschäftigen und wir hoffen, dass es so schlimm nicht wieder kommt. Damit bleibt mir nur noch auf die nächste Veranstaltung hinzuweisen. Die ist sicher etwas leichter. Es geht in einer Woche um Clara Schumann, auch wieder Erkrankung berühmter Persönlichkeiten und diesmal eben um Clara Schumann. Wir haben das Glück, dass wir in der Musikhochschule eine Präsenzveranstaltung haben, nicht im Roten Saal, der ist belegt, sondern im zweiten Stock, gewissermaßen im Olymp der Musikhochschule. Es wird
wieder Professor Bergmann und Professor Schäfer dabei sein, die uns Musik von Clara Schumann näher bringen. Das Leben und Werk wird Herr Dr. Sinowski uns vorstellen. Er ist Direktor des Robert-Schumann-Hauses in Zwickau und die Erkrankung von Clara Schumann, die ja sehr lange gelebt hat und in Frankfurt gestorben ist, wird uns Frau Dr. Kolbe vorstellen, die Sie schon kennen, die sich als Expertin für Erkrankungen berühmter Persönlichkeiten erwiesen hat. Und wie heute wird uns auch in der kommenden Woche Frau von Löwenich durch den Abend führen. So viel nun zum heutigen Abend. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Es würde mich freuen, wenn Sie persönlich nächste Woche in die Musikhochschule kommen. Und bis dann noch einen schönen Abend und auf Wiederschauen.